So, mal gucken, ob wir noch irgendwas machen können. Ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube aber tatsächlich eher nicht so. Oder? Können wir kochen? Es sind noch Zutaten fürs Curry über. Dann kochen wir noch ein bisschen Curry, würde ich sagen. Und dann checken wir mal, dass wir morgen ein bisschen unsere Stats hochkriegen. Ein bisschen, weiß ich nicht, irgendwie noch Stuff machen. Weil wir noch voll viel machen müssen. Ja, geheime Zutat Joghurt ist übelst insane. Packt Joghurt in euer Curry. Curry. Yes, alright. Nice. Okay. Oh, wow. Chill da unten. Oh Gott. Looks like we made a great miscalculation, inmate. Contrary to our assumptions, it seems you have turned out to be quite promising. Your powers continue to grow, as do the relationships you hold with your contractors. It seems the rehabilitation is proceeding at a fine rate. You are quite the cautious one. Allow me to warn you on one matter. Being at the peak may mean you are mere moments from your downfall. Unexpected situations are necessary in a game, after all. Brechen wir gerade die vierte Wand? Mir das nicht auch schon mal? Das kommt mir verdächtig bekannt vor. Dream again. What the hell? Mata Yumeda. I'm human. I have to be. I. There's no way I was born like that. I won't let myself get worked up over some dream. I'm sure everything will be clear if we can get to the depths of Mementos. Er ist einfach Teddy 2, Mann. Er ist total auch ein Schatten, Mann. Sollte mich halt null überraschen. Oh, wir haben einen Sitzplatz und wir haben nichts, was wir lesen können. Verdammt. Ich stehe gerade. Mega anstrengend. Es ist halt eigentlich echt ganz geil, wenn du halt die ganze Zeit am Sitzen bist. Zwischendurch mal stehen, so für halbe Stunde bis zwei Stunden. Ist total in Ordnung. Der Herbst ist zum Essen. Der Herbst ist zum Essen, der Herbst ist für die Kunst, der Herbst ist zum Lesen. Geschäfte nutzen wirklich jeden Vorwand, um Kunden anzuloggen. Was ist denn heute schon wieder los, Alter? Anzuloggen. Vor allem ist der Jahreszeit. Naja, das heißt auch, dass es der Herbst zum Sport machen da ist. Deswegen stehe ich heute. Anzuloggen, Alter. Why? Noch vor kurzem war Baseball bei uns Nationalsportart, aber heute ist Fußball sehr beliebt. Wie ihr wisst, sind die meisten Fußbälle schwarz und weiß. Also Amamiya-san, siehst du dir bitte mal dieses Bild an. Do you know this one? Wie viele schwarze und wie viele weiße Flächen hat ein Fußball? Keine Ahnung. 20 schwarze, 12 weiße. Weiß doch jeder. Precisely. Stimmt genau. Dieser Ball besteht übrigens meist aus 12 schwarzen Fünfecken und 20 weißen Sechsecken. Er besteht aus insgesamt 32 Flächen. Ursprünglich sollten Fußbälle nur einfarbig gewesen sein. Es heißt, sie wurden zu schwarz und weiß geändert, damit sie im Farbfernsehen besser erkennbar waren. Als Fußball in Europa zum ersten Mal im Fernsehen übertragen wurde, gab es noch kein Farbfernsehen. Wie dem auch sei, das Muster aus schwarz und weiß ist doch ein tolles Design, nicht wahr? Es ist auf jeden Fall ein ikonisches Design. Ja, das, meine Antwort wäre halt auch, wen interessiert fucking Fußball, Alter? Who cares, man? Mir ist kürzlich ein Design aufgefallen. Der Moonburger. Ein Ei repräsentiert dabei den Mond. Ich erkenne natürlich die schlimmen Gerüchte um Okumura Foods, aber Hunger ist Hunger. Glaubst du, jemand wie sie isst wirklich Hamburger? Nein, sie ernährt sich von den zerstörten Träumen von Schülern. Was ist das für eine fucking dumme Aussage, Alter? So. Vielen Dank für deine Hilfe neulich. Ich glaube, unsere Unterhaltung hilft mir bei der...
Oh, siehe da. Da treffen wir, da haben wir doch direkt was vor. Was ist das? Was für ein Zufall, Alter. Well, shall we begin? Gut, fangen wir an. Was das heutige Thema betrifft, mal sehen. Ich möchte gerne deine Meinung über die Phantomdiebe der Herzen wissen. Die, die den Kriminellen ihre Begierden stehlen und sie wohl dazu zwingen zu gestehen. Es mag schwer zu glauben sein, aber sie interessieren mich von einem akademischen Standpunkt aus. Bist du Fan? Ja, so könnte man es ausdrücken. Ich würde mich gerne mal mit einem von ihm unterhalten. Ich glaube, die Arbeit der Phantomdiebe und meine Forschung beruhen auf denselben Prinzipien. Daher möchte ich sie aus meiner eigenen Perspektive analysieren, zum Beispiel was ihre Methoden betrifft. Laut der Prangerkarten, die sie versendet haben, stehlen sie deine Begierden. Wie ist das überhaupt möglich? Hast du irgendwelche Vorschläge, Amamiya-kun? Wie wäre es mit dir, Maruki? Oh, das fand er richtig gut. Eine Frage auf eine Frage, hm? Ungewöhnlich für dich, aber mal sehen. Es wäre wohl möglich, wenn es eine Art materiellen Stellvertreter für diese Begierden gäbe. Say. Amamiya-kun, erinnerst du dich an die Geschichten mit den Keksen? Bei diesem Experiment änderte die Begierde nach den Keksen in der Tat, wie sie den Leuten schmeckten. Ich glaube, wir können das auf die gleiche Art und Weise betrachten. Begierden sind nicht leicht zu erkennen, aber haben eine enorme Auswirkung auf unsere Kognition. Was Konzension? Was? Mit anderen Worten, fehlt diese Begierde, normalisiert sich die Kognition oder die kognitive Wahrnehmung der Kekse. Erinnerst du dich an etwas? Ein Sinneswandel. Right. Oh, er ist einfach extrem happy mit mir. Richtig, der Sinneswandel der Phantomdiebe. Das ist die Grundlage meiner Theorie. Sie stehlen die Begierden, nicht metaphorisch, sondern direkt. Wir wissen natürlich immer noch nicht, wie sie diese Begierden stehlen. Aber wenn diese Idee von greifbaren Begierden realisiert werden kann, dann wäre die logische Schlussfolgerung, dass man sie stehlen kann. Also in einer immateriellen Welt, die aus den Inhalten menschlicher Herzen besteht, die sind Diebe. Wenn sie solch eine Welt wahrnehmen können, könnten sie die Begierden wie Schätze stehlen. Hey, Amamiya-kun, glaubst du, dass ich da was dran bin? Interessant. Denkst du das auch, Amamiya-kun? Wenn das nur annähernd der Wahrheit entspricht, wäre das unglaublich. Aber solange wir keinen der Phantomdiebe direkt fragen können, werden wir es wohl nie erfahren. Das sollte für eine solide Hypothese reichen. Ich glaube, dass meine Arbeit fast vollendet ist. Thank you. Danke, Amamiya-kun. Oh, ho, ho, ho. Nur noch 3 Ränge. Alright. Dann haben wir das auch geschafft. Dann können wir uns auf Pancake Chi einfach nur konzentrieren. Das ist auf jeden Fall. Das ist auf, oh mein Gott, dann sind wir einfach richtig gut dabei. Alright. Nice. Well, see you. Kitty Complex, was geht ab? Wir haben Okamura geschafft. Das Ding ist, er war eigentlich gar nicht so schwer, sobald man wusste, was man machen sollte. Es gab halt nur einen Angriff, der so ein bisschen meh war, aber ansonsten war okay. Hätte schlimmer enden können. Vater verhält sich in letzter Zeit irgendwie seltsam. Er verschanzt sich in seinem Arbeitszimmer und seine Stimme klingt so kraftlos. Es klingt so ähnlich wie das, was mit Madarame passiert ist. Und Madarame hatte trotzdem seinen Sinneswandel. Keine Sorge, Haru. Ach ja? Entschuldigt, ich wollte euch nicht anzweifeln. Das hat niemand behauptet. Die Leute verhalten sich nur seltsam, wenn ihr Schatz gestohlen wird. Es wäre seltsam, wenn man eine so drastische Änderung einfach hinnehmen würde. Alles wird gut. Er wurde nur erschossen. Das hat bestimmt nichts zu bedeuten. Nach dem Gespräch mit euch allen geht's mir besser. Danke. Yes! So, was geht denn hier noch ab? Ja, hier. Machen wir doch direkt. Hey, guten Abend. Ich bin gerade in Kichijoji. Wir haben Zeit. Wir können mit Pancake-Chi total abhängen. So, Brudi. Hi. Hey, Amamiya-kun. Guten Abend. Hey.
Ich habe vor dem Shooting Zeit. Hast du Lust, dich mit mir zu treffen? Yes. Hängen wir mit ihm ab, kriegen wir die Punkte einfach so weit nach oben, wie es geht. Akechi sieht aus, als hätte er Spaß. Er hat durch unsere Unterhaltung eine Entdeckung gemacht. Meine Bindung zu Akechi wird bald stärker werden. Goodbye. Hast du morgen frei? Ich bin im Abruf, auf Abruf. Okay, los geht's. Hey! Müssen sie, glaube ich, auch mal ein bisschen hochkriegen zumindest. Mehr so ein bisschen. Nur ein bisschen zumindest. Fragerkarte, erster! So viele Kommentare, OMG. Denke ich mir auch immer, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Hörst du, ich hatte. Gibt es in diesem Home-Shopping-Programm eigentlich irgendwas, was gut ist? Also halt. Irgendwas? Kann ich mit dir abhängen? Muss ich nicht irgendwie mein irgendwas hochgelevelt haben? Oh, stimmt. Naja. Tut mir leid, dass in Akihabara passiert ist. Genau, ich muss nämlich meine Güte erst noch hochkriegen. Gut, da sonst irgendwie niemand da ist, würde ich sagen, wir gehen arbeiten. Und powern unsere Güte hoch, damit wir auch noch mehr Geld kriegen. Let's go, Mädchen! Oh mein Gott. Ah, you're back. So, was geht? Was geht hier noch? Der Fiesling hat auch keine Spielchen versucht, oder? Nein, alles gut. Danke für Nachfragen, Anshan. Okay, was soll's. Oh, warte, was? Ach. Well then. So, warte mal kurz. Der wahre Täter ist noch da draußen, löst mentale Infarkte aus. Okay, es war doch nichts Wichtiges. So, können verbessern, Charm verbessern. Güte verbessern, los geht's. Oh. Können wir uns mehr als ein Ticket kaufen? Nein, okay. Los geht's. Kann nicht so schwierig sein, seine Güte hochzukriegen. Mein Gott, so. He stole the silverware. He even stole the candlesticks. Thief! Confess your crime. Confess your crimes. Mamiya Senpai, vielen Dank. Was ist denn los? Tut mir leid, ich bin einfach so glücklich. Ich komme gerade von dem Treffen, von dem ich erzählt habe, und ich habe noch nie so gut geturnt. Ich wollte nur Danke sagen. Warum ich? Du bist der Grund, warum ich es so weit geschafft habe, Senpai. Du hilfst mir so sehr, selbst bei den alltäglichen Sachen. Ich kann dir gar nicht genug danken. Bitte, ich will mich nur noch einmal bei dir bedanken. Sobald ich das Ergebnis habe, sage ich dir Bescheid. Ich schreibe dir also bald wieder. Ich muss jetzt los. Schönen Abend noch. Ah, sie ist so cute. Oh mein Gott. Stell dir vor, du bist einfach so perfekt wie sie, Mann. Ach. Ach. Good morning. Der Palast ist fort, also warten wir wohl eine Weile. Was macht ihr in solchen Zeiten? Lernen. Was sonst? Ach, du meinst, es ist doch wichtig, ein strebsamer Schüler zu sein. Ich bin beeindruckt. Ich wünschte, Ryuji würde sich an dir ein Beispiel nehmen. Ach, Ryuji, was mache ich nur mit dir? Ob Mu Royal for Strikers beenden wird, dann hätte ich halt noch
4 Tage. Hey. Also wenn ich jetzt 4 Tage lang jeden Tag 10 Stunden spiele, dann würde ich das, glaube ich, hinkriegen. Aber sonst glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Also, habe ich schon so meine Zweifel, TBH. Welcome. Hey, gute Arbeit heute. Es ist schon Herbst. Eigentlich sollte es etwas kühler sein, stimmt's? Oh, hast du heute vielleicht Zeit? Kann ich mit dir reden? Ich habe auch was zum Knabbern. Yes, Snackboy, hau raus. It's open. The library has opened. Oder eher das Ärztezimmer. Well, see you. Einfach durchziehen. Das Problem ist, dass ich muss das alles ja aufnehmen und ich habe halt nur begrenzt Aufnahmezeit. Ich kann keine 90 Stunden so am Stück aufnehmen. Okay, okay, ja, alles ist gut, Haru. Meine Güte, chill einfach mal ein bisschen, Mädchen. Können Charm. Bisschen Mut. Das wollte ich eigentlich nicht, aber okay. Oh? Gehen wir halt zu Hifumi und machen da irgendwas. Danke, dass du mir die Hand geschüttelt hast. Ich werde sie mir nie wieder waschen. Huh? Hä? Bitte wasch sie dir. Unglaublich, dass du wirklich hier bist. In einer Kirche. Ich habe im Internet gelesen, dass du zu Gott betest. Er soll dich gewinnen lassen. Stimmt das? Nein. Kann ich ein Selfie mit dir machen und es online posten? Tut mir leid, ich lehne solche Anfragen grundsätzlich ab. Übrigens, stimmt es, dass du Shogi-Profi werden willst? Naja, es wurde noch nichts. Ich drücke dir die Daumen. Du warst die erste Frau, die es in die dritte Dan-Liga geschafft hat. Ich glaube an dich. Vielen Dank. Good evening. Oh, guten Abend. Ich werde ständig von solchen Männern angesprochen. Erst dachte ich, du wärst auch so einer. Nein, ich bin nicht an Frauen interessiert. Ich muss mich entschuldigen, dass ich so unhöflich zu dir war. Es stört mich, wenn die Leute wegen mir so ein Getue machen. Vor allem, weil der Priester mir einen riesigen Gefallen damit tut, dass ich hier spielen darf. Weißt du, er ist mein Shogi-Freund. Er ist sehr nett. Er hat mir mal gesagt, dass er auch einmal Profi werden wollte. Und er lacht mich nicht wegen meiner persönlichen Angewohnheit aus, wenn wir zusammen spielen. Oh. Also, ich habe das Fotoshooting gemacht. Mann, war das peinlich. Hast du es gesehen? Die Überschrift war die Venus des Shogi. Wow, was für eine Überschrift. Absolut. Das ist keine Entschuldigung, aber den Titel hat sich die Redaktion ausgedacht, nicht ich. Seit ich die Shogi-Damen-Liga gewonnen habe, kriege ich viel Aufmerksamkeit. Ich dachte, ich könnte einen Beitrag zur Shogi-Welt leisten. Und meine Mutter freut sich sehr. Wenn ich gewinne, dann jubelt sie, als hätte sie selbst gespielt. Ich will ihre Erwartungen an mich erfüllen, aber in letzter Zeit ist sie etwas übereifrig. Sie hat das Shooting und das Interview geplant. Es ist fast, als wäre sie gerne die Managerin einer Promoterin. Der ganze Plot ist einfach exakt wie Damen-Gambit, Alter. Es ist halt exakt das Gleiche. Holy shit. Haben die sich echt hieran inspirieren lassen oder so? Halt, damn, so. Meine Güte. Ist es gerade schwer? Ein bisschen. Aber es ist schon gut. Es ist ja für meine Mutter. Sorry. Oh, tut mir leid. Ich soll dir ja was beibringen, nicht über meine Mutter reden. Heute zeige ich dir etwas sehr Praktisches. Eine Taktik, um die Bauern, die du deinem Gegner abgenommen hast, effektiver zu nutzen. Trotzdem entschuldige ich mich. Du bist ein so guter Zuhörer. Ich kann dir einfach alles sagen. Abgesehen von dem Priester bist du der erste Mensch, mit dem ich rede, außer meiner Mutter. Ah. Oh. Aufregend.
Also, ich erkläre es dir, während wir spielen. Bist du bereit? Ja, zumindest hat es meinem Wissen ein bisschen was gebracht. Ach, mein Mind, du bist doch auch sehr sympathisch. Until next time. Yay! Ich freue mich auch auf unsere nächste Partie irgendwann in 8 Wochen oder so. Ah, hier ist Tifumi. Ich weiß es zu schätzen, dass du heute Zeit mit mir verbringst. Mir geht's schon viel besser, nachdem ich mit dir über meine Sorgen geredet habe. Aber das ist doch nicht fair. Aber das ist doch unfair. Wie soll ich dir etwas beibringen, wenn ich so gestresst bin? Mach dir keinen Kopf deswegen. Nein, ich muss etwas für dich tun. Ich möchte dir gerne Unterricht geben, um es zurückzuhalten. Du bist ein erfrischender Gegner. Je mehr wir austauschen, desto mehr erweitert sich mein Horizont. Dich zu unterrichten trägt doch selbst dazu bei, dass ich mehr über mich lernen sollte. Oder lerne. Wenn du mich nun entschuldigst, wir sehen uns bei unserer nächsten Partie. Was war ein Kaiserschmarrn nochmal? Das war... Wow! Gott, ich weiß es gerade gar nicht mehr, aber ich weiß, dass das eigentlich ganz geil war. Dieses Zeug halt, ja eben, das ist halt dieses eine Zeug, ne? So, ist... Ich würde sagen, ist Gay Dad wieder da, um mich ein bisschen zu unterrichten. Aber Gay Dad ist tatsächlich da. So, bevor wir aber zu Gay Dad gehen, muss ich kurz in die Bibliothek und mir ein neues Buch holen. Ah, zerhackselter Eierkuchen mit Vanillesoße und Rosinen. Okay, das ist schon ziemlich geil. What would you like? Ich möchte dein Buch zurückbringen. Ich möchte ein Buch ausleihen. Okay, was, Güte, Mut, Können. Okay, wir brauchen mehr Güte, daher. Guess who has time? Let's go. Wieder mehr Persona. Wir spielen nur noch Persona. Persona, bis ich das hier durch habe. Vorher höre ich nicht auf. Danke, dass du hier bist. Ich würde gerne mit unserem üblichen Thema anfangen. nicht. Da habe ich dich kurz reingekriegt, oder? Aber Miyakun, heute habe ich was ganz Besonderes für dich. Und ich weiß, dass es für dich auch schon eine Weile her ist. Ich möchte keine Kekse. Danke. Selbst ich bin nicht so vorhersehbar. Ich habe vor kurzem dieses Buffet entdeckt, das total lecker aussieht, hat auch einen guten Ruf und die verschiedensten Gerichte. Deinem Input habe ich zu verdanken, dass ich mit meiner Forschungsarbeit richtig gut vorankomme. Als Dankeschön würde ich dich gerne zu dem kleinen Buffet einladen. Wie klingt das? Oh, wirklich? Natürlich. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass ich damit alles wieder gut machen kann, was du für mich getan hast. Also, ich glaube, also keine Ahnung, dann wäre es geklärt. Okay, let's go. Es sieht übrigens aus, als ob er da unten immer so ein Pudding stehen hat. Ich glaube, es ist ein Tee, aber es sieht einfach aus wie so ein Pudding, Mann. Wir sollten uns gleich auf den Weg machen, bevor da zu viel los ist. Now. Ich möchte nur mal anmerken, dass das ganze Gelaber über Süßigkeiten mich dazu führte, dass ich einfach meine ganze Amazon Wishlist mit Chips und Süßigkeiten und Schokolade und allem Scheiß vollgeballert habe. Jetzt muss ich die endlich die nächsten Tage mal wieder leeren. Aber damn, hätte ich Bock, einfach so einen Haufen Süßigkeiten-Kartons hier stehen zu haben. Aber egal. Na gut, das geht heute auf meine Rechnung. Halt dich nicht zurück. Ist so viel du willst. Danke fürs Essen. Hm, hau rein. Wobei, für die erste Runde habe ich es vielleicht etwas übertrieben. Ach ja, kann ich dich etwas fragen, bevor wir mit dem Essen anfangen? Es geht um meine Forschungsarbeit. Shibusawa? Was? Maruki? Ich wusste es. Shibusawa, wie er leibt und lebt. Was treibst du hier? Das kann ich nur zurückgeben. Selten, dich mal in einem echten Restaurant zu sehen. Oh, vor allem in einem, sonst geht er immer nur in Fake-Restaurants.
Oh, und wer ist das da? Oh, das ist, wie erkläre ich dir das am besten? Wir haben eine Abmachung. Eine Abmachung? Aber nichts Verdächtiges, oder? Überhaupt nicht. Das ist jedenfalls Amamiya-kun. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich heiße Shibusawa. Shibusawa ist ein Kollege aus meiner Zeit an der Universität. Er ist derjenige, der mich auf meine Karriere als Therapeut gebracht hat. Und wie ich höre, tut es dir gut. Hin und wieder höre ich etwas über deine Karriere. Ehrlich gesagt, ist es eine Erleichterung. Du hast mehr Mitgefühl als die meisten, kannst aber auch etwas übermütig sein. Den letzten Teil hättest du jetzt nicht unbedingt erwähnen müssen. Nicht, dass ich was dagegen sagen könnte. Aber egal. Erzähl mir, was bei dir so passiert. Und was es mit dem Jungen auf sich hat. Oh, aber du bist nicht mit den anderen hier, oder? Was ist mit ihnen? Ach, das ist schon okay. Wir sind einfach nur irgendwie hier gelandet. Die können eine Weile auf mich verzichten. Glaubt ihr wirklich, dass ihr diesen Berg an Essen zu zweit bewältigen könnt? Was? Oh, tja. Du bist also ein Schüler an der Shujin Academy, Amamiya-kun? Dieses Jahr in aller Munde. Und da arbeitest du gerade als Therapeut? Ja, aber nur auf Teilzeitbasis. Also was macht ihr zwei in so einem Ort? Das ist keine private Sitzung oder sowas? Ja, also... Er hat mir bei meiner Forschung geholfen. Das hier ist eigentlich nur ein Dankeschön für all die Hilfe. Forschung? Ich wollte das vorhin schon erwähnen, aber ich bin fast fertig mit meiner Forschungsarbeit. So wird's gemacht. Thank you. Yes! Mhm. Das habe ich aber alles dir zu verdanken. Forschungsarbeit? Etwa dir, an der du schon damals... Du bist immer noch... Ja, ich sitze immer noch dran. Trotz allem, was passiert ist. Erinnerst du dich noch daran? Ich sagte doch, dass ich die Forschungsarbeit fertigstelle, egal wie lange es dauert. Maruki... Du machst mich manchmal echt fertig. Du musst der dickköpfigste Mann der Welt sein. Soll das ein Kompliment sein? Jedenfalls bin ich noch nicht ganz fertig. Die Begutachtung fehlt noch. Oh, wirklich? Ich würde die liebend gerne mal übernehmen. Ich meine, an der Uni habe ich das ja auch immer für dich übernommen. Was? Wirklich? Natürlich, warum nicht? Weißt du was? Das feiern wir jetzt offiziell. Das Essen geht auf mich. Oh, das geht aber nicht. Ich wollte heute Amamiya-kun einladen. Oh, keine Sorge. Ich bin sicher, Amamiya-kun hat nichts dagegen, diesen Meilenstein zu feiern, oder? Mir egal, wer bezahlt. Siehst du, er stimmt mir zu. Tut er das wirklich? Ach, jetzt häng ich doch nicht so an den Einzelheiten auf. Komm schon, Zeit für Runde 2. Wir müssen noch das Fleisch ansehen. Und das Gemüse. Und die Bohnen. That was great. Puh, was für ein Fressgelage. Ich glaube, das waren genug Kalorien für die ganze Woche. Oh ja. Mann, wenn ich zulege, kann ich mir wieder was anhören. Ha, von wem? Von meiner Freundin. Also meiner Verlobten, um genau zu sein. Wir heiraten bald. Oh, verstehe. Hm? Moment, heiraten? Ja, wir heiraten. Dann bist du der Einzige aus der Schule, der noch solo unterwegs ist. Was er nicht weiß, ist, dass wir bereits zusammen sind. Ich will ja nicht zu neugierig sein, aber du bist noch... Oder? Weißt du was? Vergiss, dass ich überhaupt was gesagt habe. Du wolltest nach Rumi fragen, oder? Keine Sorge, das macht mir nichts. Soll ich euch zwei alleine lassen? Ist schon okay. Rumi war meine Freundin, als ich noch Student war. Aber damals hatte ich kein Rückgrat und am Ende haben wir uns gestritten und getrennt. Hold on. Ist jetzt keine Tragödie oder so. Sie ist jetzt glücklich. Es ist nur so, ich bin noch nicht bereit, wieder so eine Art von Beziehung anzufangen. Das sollte eigentlich eine Feier sein, aber jetzt habe ich die Stimmung gewaltig verdorben. Tut mir leid. Nein, nein, ist mein Fehler. Ich hätte davon gar nicht anfangen sollen. Warum kommen wir nicht langsam zum Ende? Ich muss sagen, es ist wirklich schön, dich gesehen zu haben und zu sehen, dass es dir gut geht. Und deine Forschungsarbeit ist bald fertig. Hey, Amamiya-kun, pass auf den alten Mann für mich auf, ja? Ich meine, es ist ein seltsamer Anblick. Es ist ein seltener Anblick, dass er mir jemanden so... Oh, was? Oh, Schreibfehler! Ich meine, es ist ein seltener Anblick, dass er mit jemandem so offen umgeht wie mit dir. Redest du über mich, als wäre ich ein kleines Kind?
Aber ich muss meinen Dank angemessen ausdrücken. Thank you. Danke, dass du mir geholfen hast, meinen Traum zu verwirklichen, Amamiya-kun. Bald haben wir Max Rank. Gott. Also, sollen wir gehen? Vergiss nicht, mir deine Forschungsarbeit zu schicken, okay? Ich übernehme die Begutachtung. Im Ernst. Das vergesse ich nicht. Ich melde mich bald. Be careful, okay? Berserker, danke für 33 Monate Sub. Hey, ich bin's. Ich sollte dich heute einladen, oder? Tut mir leid, dass das nicht geklappt hat. Shibusawa war schon immer sehr hilfsbereit. Naja, vielleicht, weil er weiß, dass ich ständig nachlässig bin. Er ist ein guter Freund. Das stimmt. Er hat mir schon so oft geholfen. Es war ein Zufall, dass ich Shibusawa getroffen habe. Ein glücklicher Zufall. Bei Begutachtung war er der Beste in meiner Abteilung. Vielleicht bringst du mir damit auch Glück. Vielleicht erhoffe ich mir auch einfach zu viel. Okay, wir sehen uns später. Steffo, was geht ab? Ah, you're back. I'm back. Guess who's back in the house? Du brauchst keine Infos von mir, bitch. So, warte mal. Können verbessern, Charme, bla. Ah, das könnte meine Güte verbessern. Okay, vielleicht ist da irgendwas. Oh, honey. Du kommst wirklich oft hierher. Ich habe eigentlich nichts dagegen, aber übertreib's nicht, okay? That's rough. Ich möchte einen Nebenjob. Okay, los geht's. Das heißt, wir können jetzt doppelt Güte verdienen, Mann. I mean... Yes, wir machen das. Als ob ich nicht in einer Gay-Bar arbeiten möchte. Was ist los so? Ich will noch Prime-Gay-Bar-Material, Mann. Okay, then. Okay, ich werde dir erklären, was du hier zu tun hast, Schätzchen. Es ist dein erstes Mal. Du bist sicher nervös, aber entspann dich einfach. Die Arbeit ist easy. Du musst nur ein paar Aufgaben an der Bar übernehmen. Geschirr waschen, Tische abräumen und so. Ich muss die Kunden unterhalten, deswegen kann ich mich nicht darum kümmern, aber dafür habe ich jetzt ja dich. Und das war auch schon alles, Ende der Einführung. Also, hast du irgendwelche Fragen? Muss ich auf irgendwas achten? Mal sehen. Ich bin alleine hier, also kann ich mich manchmal nicht um alle Gäste gleichzeitig kümmern. Würdest du dich in solchen Momenten um sie kümmern? Sie wollen bestimmt auch mit dir reden. Das sind tolle Menschen, keine Sorge. Das wird bestimmt eine gute Erfahrung für dich. Hast du irgendwelche Fragen? Muss ich Frauenkleider anziehen? Oh, hast du Interesse? Falls ja, könnte ich deine Produzentin sein. Ja, nur ein Scherz. Ach, ich will ja nicht mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Was du gerade trägst, ist in Ordnung. Noch irgendwelche Fragen? Hier gibt's Alkohol. Du bist nicht volljährig, oder? Also lass bitte die Finger vom Alkohol. Es wird nichts getrunken und servieren tust du auch nichts. Ich mach das, keine Sorge. Dann fang doch gleich mal an. Bald sollten auch schon die ersten Gäste eintrudeln. Viel Erfolg! Hey, hey! Okay, es ist doch keine Gay-Bar, es ist einfach nur eine Dings-Bar. Wie heißt es? Weiß ich nicht mehr, die haben auch irgend so einen Special-Namen. Ha, stell dir vor, du müsstest den Job in Frauenkleidern erledigen. Wie peinlich das wäre. Halt die Fresse, Morgana. Wenn Joker ein süßes Kleidchen tragen will, dann ist das total in Ordnung. Hm. Wanna head back? Können wir bald endlich das Güteding hochkriegen? Das wäre schon ein bisschen geil eigentlich. Mein Gott. Yay, wir haben einen Platz bekommen und jetzt können wir durch Schnelllesen sogar die Päpstin mit einem Rutsch vollkriegen. Sie vermochte es stets, anderen tief aus der Tiefe ihres tiefen Herzens Mitleid entgegenzubringen. Eine legendäre Päpstin, hä? Glaubst du, dass sie jetzt wirklich mal existiert? Du hast noch Zeit zum Lesen. Machen wir noch etwas weiter.
Ja, was soll's. Mhm. Wann steigt das denn endlich hoch, Alter? Mann! Speedrun lesen. Hey there. Dir auch einen guten Morgen. So viele Schüler unterwegs. Es ist erfrischend, ab und zu einer anderen Zeit zu pendeln. Bist du spät dran? Du hast mich erwischt. Auf meinem Weg zur Arbeit habe ich diese alten Damen mit schwerem Gepäck getroffen. Drei davon. Aber ich habe ihnen Hilfe angeboten, aber dann hat mein Rückgrat dieses ungute Geräusch gemacht. Wie auch immer, hast du die Neuigkeiten von Yoshizawa-san gehört? Ich freue mich für sie. Es gibt den Willen, aber es gibt mir den Willen, auch mein Bestes zu geben. Während ich das sage, bin ich natürlich spät dran. Wir brauchen alle mal ein bisschen Abwechslung. Also lass uns heute unser Bestes geben, okay? Let's go. Ja, das sind diese Schülergespräche sind so fucking unnötig, Mann. Ich meine, die haben hundertprozentig irgendeinen tieferen Sinn. Da zweifle ich gar nicht dran, aber mein Gott. Oh, have you heard? Hattet ihr das Gefühl, dass euer Handy klingelt, aber da war nichts? Das ist schon so vielen passiert, dass es ein eigenes Wort für dieses Phänomen gibt. Der Fachbegriff lässt sich mit PVS abkürzen. Kann mir jemand sagen, wofür das steht? I need an answer. Penis versus Sangria. Phantom. Oh Gott, ich kann nicht nachgucken. Nein, ich kann nicht nachgucken, ob das richtig ist. Ich glaube, es ist Phantom. Von wegen Phantom. Irgendwas Syndrom. Phantom Vibrating Syndrome. Ja, irgendwie sowas war das. Es muss mit Phantom anfangen, weil man es sich nur einbildet. Vibration. Und dann System. This is it. Good. Good. Phantom We did it. Wir sind so smart. Holy shit, alle sind eifersüchtig. Literally, alle sind so wow. Ich glaube, sein Wissen ist ein Phantomsyndrom. Okay, hier passiert heute nichts Spannendes. Das heißt, off we go. Oh, diese scheiß Güte, oh mein Gott. Kann ich mir kein Güte-Upgrade im PSN-Store kaufen? Hey, hey! Hey, Nina. Hä, was? Was? Kleine Blumen mit sanften Farben, okay. Das sollte passen. Ich glaube, Gelb ist eine sanfte Farbe. What a relief. Ich habe keine Beschwerden gehört. Ich schätze, das ist eine ziemlich normale Reaktion. Here. Okay, cool. You did great. How are you feeling? Sehr schön. So, jetzt hoffe ich, dass ich meine Güte nochmal im Dings steigern kann. Ah, you're back. Piep, 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 piep. Das Netz dreht inzwischen völlig durch. Die Phantomliebe trennen im ganzen Land. Krass. So, dann ab nach... Güte verbessern. Read the law. I don't care about the law. Hey, hey!
Halt diese Handygespräche sind einfach immer nur das wieder Coin, was wir die letzten 2 Stunden gemacht haben, Mann. Es ist halt so. Thank you. Habe ich Chihaya bereits soweit, dass die Fähigkeiten verdoppelt werden? Keine Ahnung, wann, mit wie viel Dings bekommt man das denn? Oh, honey. Na, hat dein Boss dich wieder gepiesackt? Wenn ich wieder Worte gebe, stellt er klar, dass er über mir stehen muss. Er will mich degradieren. Dann höre ich immer, wie er im Büro schlecht über mich redet und mich nutzlos nennt. Und da meine Erfolge streicht er irgendwie selbst ein. Oh, das ist ja furchtbares Mobbing. Dieser Mann ist einfach unfassbar. So viele Leute haben wegen dem Stress schon gekündigt, aber die hohen Tiere ignorieren es. Warum muss ich von all den fürchterlichen Bossen gerade Shinsuke Kishi abbekommen? Oh, hey Lala, ich wünschte, diese Phantomdiebe könnten mir helfen. Und wie? Sollen sie dir deinen Stress stehlen? Das kann ich auch. Nein, das war nur so ein Gedanke, aber vermutlich wird daraus nichts. Hey, hey. Hey, hast du gehört? Ist das nicht derselbe Typ, den Mishima vorhin erwähnt hat? Helf mir ihm. Ja, das kriegen wir hin. Wir werden einfach so fucking viel zu tun haben, wenn wir das nächste Mal in Mementos reingehen, Alter. Holy shit, Bro. Holy shit. See you. Oh, honey. Yep. Bei all dem Stress solltest du ganz dringend darauf achten, was in deinem Leben abgeht. So. Der Berserker hat einen Sub verteilt. Vielen, vielen Dank dafür, falls ich das noch nicht gesagt habe. Weil ich wollte es sagen, aber ich weiß immer nicht, ob ich das dann gesagt habe. Keine Ahnung. Manchmal bin ich ein bisschen dumm, so leid es mir tut. Immer hydrated bleiben. Mache ich gerne, indem ich ein bisschen Just Legends trinke. Dem besten Drink der Welt. Kauft euch Just Legends. Hashtag Werbung. Ah! Alright. Oh Gott. I don't care, man. Es ist das kaiserliche Hofamt. This is it. Gern geschehen, Alter. Okay, hier passiert tatsächlich ausnahmsweise mal nichts, was ich sehr aufregend finde. Lass uns kurz mal zum LeBlanc gehen, damit ich da kurz mal nachgucken kann, wie lange es noch dauert, bis mein fucking Güter aufsteigt, Alter. Halt, Bro. Was ist... Ah, you're back. Hey! Das ist insane teuer. Du musst aber auch bedenken, dass du aus so einer Box übelst viel Kram rausbekommst. Also das sind ja 400 Gramm, sind da drin. 5 Gramm Pulver brauchst du, um einen so einen Drink zu machen. 400 geteilt durch 5? Ist schon einiges. Bin nah dran, mein Wissen zu verbessern. Scham dort noch. Oh, by God. Ich hätte gern die Wirkung nicht so süß. Ich finde die gar nicht süß eigentlich. Ich finde, sie sind halt okay lecker, so. Also genau richtig eigentlich. Warte, was? Es ist abends? Wie kann es schon abends? Hä? Wie kann es schon abends sein? Muss ihre Fähigkeit täglich aktivieren. Okay, mache ich das nächste Mal, wenn ich irgendwas mache.
Oh, honey. Also mein Werbetext zu Just Legends sagt, dass man das so runterbrechen kann auf ca. 50 Cent pro Portion. Und ich meine, so ein normaler Energy Drink, wenn du ihn billig kriegst, kostet halt 1 Euro. Also mit okay lecker meine ich halt, er ist nicht so fucking krass insane süß, sondern er schmeckt halt gut. So, das ist das, was ich damit sagen möchte. Oh. Thank you. Oh? It's all you. Ich meine, normale Fanta ist ja auch einfach nur Zucker. Das ist halt. Oh mein Gott, endlich! Holy shit, das hat auch einfach nur 800 Jahre gedauert. Wie lange grinden wir jetzt daran, die Güte hochzukriegen? 900 Jahre oder so? Halt, Bro, was zur Hölle? Morning! Mein Gott, mein Tisch will nicht. Tisch, geh nach oben, hör auf, Stress zu machen. Nein, komm schon. Ich hab meinen Tisch kaputt gemacht. No! Okay, es geht wieder, alles ist gut. Alles super. Das Ding ist, er hat sich gerade so ein bisschen verfangen und dann ging er die ganze Zeit wieder nach unten und dann musste ich wieder hochfahren und wieder nach unten. Aber er hat sich gefangen, alles ist gut. Ich habe mir gerade ein bisschen Sorgen gemacht, dass er gleich mein ganzes Setup kaputt macht. Sie setzen hohe Erwartungen in uns. Ah, ist cool. Es ist gesünder als Energy, sehe ich gerade. Ist auf jeden Fall gesünder. Also ich meine, du kannst ja auf der Website nachlesen, was da halt alles so drin ist. Ich meine, da sind halt irgendwie 1000 Vitamine drin. Da ist halt 1000 Krams drin, was halt eigentlich gar nicht so schlecht für dich ist. Es ist auf jeden Fall gesünder als Energy Drinks, weil Energy Drinks sind ja einfach nur, also richtig pure Energy Drinks sind ja nur Zucker, Taurin und Koffein. Und hier ist halt auf jeden Fall mehr Kram drin, der auf jeden Fall gesünder für dich ist. Wie gesagt, es sind halt, weiß ich gar nicht, 9 oder 12 verschiedene Vitamine da drin. Und halt kaum Zucker, also halt unter 0,1 Gramm Zucker pro Portion oder so. Also es ist halt schon geiles Zeug eigentlich. Kann ich eigenständig lernen? Ja, zumindest das. Du, 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 du. Oh, los geht's. Thank you. Danke, dass du gekommen bist. You see. Es gibt etwas, über das ich mit dir gerne reden wollte. Ich weiß, dass es etwas persönlich ist, aber erinnerst du dich an die Geschichte mit meinem Ex-Freundin? Mit meiner Ex-Freundin Rumi? Ja. Ob das glaubst oder nicht, wir waren verlobt. Sie war so fröhlich. Sie konnte auch ziemlich aggressiv und hitzköpfig sein, aber sie hatte trotzdem ein gutes Herz. Sie war das Beste, was mir je passiert ist. Ich hatte sie nicht verdient, aber...
Aber mit ihr wäre mein Leben so viel besser verlaufen. Leider ist die Realität nicht so gnädig. Ein Einbrecher ist in das Haus ihrer Familie eingedrungen. Rumi und ich waren auf Besuch da. Wir haben den Einbruch miterlebt. Es war einfach Pech. Aber das war noch nicht alles. Er hat verzweifelt versucht zu fliehen und dabei Rumi angegriffen. Ich war bei ihr und doch konnte ich nichts tun. Erbärmlich, oder? Wir hatten Glück, dass Rumis Verletzungen nicht schlimmer waren. Die physischen zumindest. Aber der Schock war zu viel für sie. Sie hatte einen Nervenzusammenbruch. Wir haben darüber geredet, oder? Dass die Wunden im Herzen nicht so leicht heilen wie die physischen Wunden. Sie hat sich nie wirklich davon erholt, auch nicht nach all der Zeit. Und ich habe mich eine Weile lang auch in den Schmerzen verloren. Why? Es hatte sie nicht verdient. Niemand von ihnen hatte je irgendwas Unrechtes getan. Tut mir leid. I'm sorry. Als ich sie im Krankenhausbett liegen sah, habe ich mir etwas geschworen. Dass ich alles tun würde, um gegen die unfaire Realität zu kämpfen. Ich würde anderen in Not helfen. Aber wie schon gesagt, Rumi geht es jetzt physisch und psychisch schon viel besser. Sie ist glücklich. Aber der Schmerz, den ich damals gespürt habe, das war der Ursprung dieses Projekts. Und dank dir habe ich endlich das Ziel dieses Projekts erreicht. Es ist mir egal, wie lange es dauert. Ich sorge dafür, dass mein Traum wahr wird. Natürlich für Rumi, aber auch deinetwegen, Amamiya-kun. Mir fehlen wirklich die Worte, um auszudrücken, was mir das alles bedeutet. Aber eins kann ich dir sagen. Ich danke dir, vielmals, für alles. Dank dir habe ich meine Antwort gefunden. Und sobald ich fertig bin, lässt du mich dir hoffentlich helfen, das Glück zu finden, das du verdienst. Ich sehe meinen Weg jetzt deutlich vor mir. Ich schätze, das ist das letzte Mal, dass ich dich um deine Hilfe bei der Forschungsarbeit bitte. Irgendwie traurig. Ich weiß, wie du dich fühlst. Es bedeutet mir auch viel. Ich melde mich, sobald ich mit meiner Forschungsarbeit fertig bin. Wenn es soweit ist, muss ich dir noch ein letztes Mal danken. Du hast meinen Traum Wirklichkeit werden lassen. Aber fürs Erste werde ich meinen Teil der Abmachung einlösen. Heute habe ich was Besonderes für dich. Ich glaube, du bist bereit für ein völlig neues Level. Was ist denn Entgiften X? Alright. Ist das cool? Ach ja, da ist noch etwas, was ich dir sagen will, aber ich hebe es mir auf, bis meine Arbeit fertig ist. Ich hoffe nur, du kannst mir dafür vergeben. Oh, kümmere dich nicht um mich. Entschuldige, das klang viel zu ominös. Dank Marukis mentalem Training fühlt sich mein Verstand stärker an. Und wieder 5 mehr. Nice. Oh, und hier, ein kleiner Snack geht auch immer, oder? Also dann, bis bald. Bro, you gonna say I love you? Oh. Oh mein Gott, niemanden interessiert's, was dein Vater tut, Alter. Halt einfach niemand, so. Dein Vater kann von mir aus sterben. I don't care, so. Es ist mir so Latte. Es ist mir so egal. Warte, jetzt habe ich meine Güte voll. Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Keine Ahnung. Was kann ich... Verdammt, ich habe einfach... Keine Ahnung. Kann ich irgendwas mit Futaba machen? Warte, wo ging das denn nochmal? Ah, hier, Vertraute. Mishima? Ja, was soll's. Helfen wir dem Mörder halt. Das ist so aufregend. Das Phantom-Diebe-Fieber grassiert. Die Fans hat explodiert förmlich. Genau wie die Pistole in meiner Hand letztens. Ich meine... Ihr habt die Anfragen also erledigt. Vielen Dank. Ich muss mit dir reden. Es ist echt wichtig. Hast du gerade Zeit? Ja, okay. Komm. Du bist der Einzige, mit dem ich darüber reden kann. Gehen wir an einen Ort, an dem es ruhig ist. Wie wäre der Inokashida Park? Hey! Ich habe tolle Infos für euch.
habe das Ziel des letzten Palastes getötet. Ich meine, es geht nur das nächste Ziel. Der Phantomdiebe ist ein echt großer Fisch. Sag es mir einfach. Ich weiß, dass du aufgeregt bist, aber dräng mich nicht so. Das ist der Typ. Ein hübscher junger Schauspieler, der seit kurzem extrem beliebt ist. Er schauspielert gut, ist relativ eloquent, macht auch bei lauter Werbung mit. Wenn ihr seinen Sinn wandelt, müssen einfach alle Leute die Phantomdiebe beachten. Der hat echt Dreck am Stecken, das weiß ich einfach. Und nein, das sage ich nicht, weil ich eifersüchtig bin. Angeblich ist er ein berühmtes Idol auf ihn reingefallen. Ihr müsst etwas tun für ihre Fans, sonst tue ich es selber. Beruhig dich. Ich bin ruhig. Und ganz richtig betrachtet glaube ich, dass ihr davon profitieren könnt, seinen Sinn zu wandeln. Ich meine, das wäre doch die beste Publicity für euch. Und ziemlich gute Taktik, oder? Bin ich nicht ein genialer Produzent? Warte nur, ich mache die Phantomdiebe berühmt. Bald könnt ihr euch vor Anfragen nicht retten. Wow, wow, wow. Alright. Stimmt, ich bin der Produzent der berühmten Phantomdiebe. Ich bin langweilig. Ich bin nicht langweilig, ich bin keine Null. Hey, hol dein Handy raus. Alright. Ich habe dir die Daten von dem Schauspieler geschickt. Warum? Keine Angst. Das lässt eure Beliebtheit in die Höhe schießen. Garantiert. Schließlich habt ihr es nur wegen mir überhaupt so weit geschafft, oder? Absolut. Gut gemacht. Ja, das liegt alles nur an mir. Er ist so wack einfach. Der dreht doch irgendwann total durch, oder? Damn it. Der ist doch so durch. Das ist halt... See you around. Der Typ ist doch total crazy, Mann.